Wir unterstützen und helfen unseren Mitgliedern im breiten Spektrum des Sozialgesetzes, vor den Versorgungsämtern, vor den Krankenkassen, den Sozialgerichten, in Hartz-IV-Angelegenheiten, Grundsicherung. Ganz besonders stolz sind wir in Hessen darauf, dass die Geburtsstunde der Frauenarbeit im SOVD im Januar 1919 in Frankfurt am Main war. Es war ja nicht üblich, dass Frauen wählen konnten oder irgendwelche Ämtern hatten. Das gab es damals schon beim Sozialverband. Und wir sind ganz stolz, dass es aus Hessen, aus Frankfurt kommt. Es lohnt sich bei uns, im SOVD Mitglied zu werden. Das ist das Miteinander. Die Einsamkeit wird für viele Menschen weniger. Wir treffen uns, wir veranstalten Reisen, wir veranstalten Ausflüge. Wir gehen auf Konzerte miteinander, wir gehen ins Theater miteinander. Und das kann auch viele Menschen aus der Einsamkeit holen. Und wir haben für viele Menschen auch Arbeiten, indem sie sich einbringen können, für die anderen da zu sein. Als Vorsitzender, als Schriftführer, wer Spaß hat an Pressearbeit, wer Spaß hat an Schreiben, der kann das da verwirklichen. Und es werden ja immer Leute gesucht, die ein bisschen mithelfen, um die anderen zu unterstützen, die das nicht können. Es ist nur immer, dass man geben soll. Man bekommt ja auch ganz viel zurück.